Servus Leute, hier ist der Reset und willkommen zurück zu Ghost Trick. Ja, wir müssen erstmal schauen, wie genau wir jetzt einen Torpedo zum Laufen bringen. Ja, ich warte jetzt einfach mal und schaue, ob Lynn irgendwas selber richten kann. Oder ob ich einfach mal einen Schalter umlege. Dieser Schalter rührt sich nicht. Ist er kaputt? Ich glaube auch nicht, dass das ganze Gerät kaputt ist. Wahrscheinlich würde es klappen, wenn ich diesen Schalter bewegen könnte. Wir müssen einen Weg finden, ihn irgendwie zu bewegen. Aber meine Kräfte allein reichen nicht. Soll ich Lynn das machen lassen, oder? Egal, ich rede mal mit ihr. Es kann nicht schaden, wenn ich irgendwie Tipps hole. Wie leuchtet es da drüben? Ich berechne die Koordinaten für den Kontrollraum. Ich muss jedoch eine kleine Abweichung einprogrammieren. Ich will nichts in die Luft jagen. Kommissar Jord wird es dir sicher danken. Nun, überlass das mir. Viel Erfolg beim Laden der Rakete. Okay, danke. Ja, der Raketeladen geht aber schlecht, wo wir sind. Ich könnte das Teil hier drehen. Stark. Ja, um die Rakete zu laden. Hallo? Ja, geht doch. Um die Rakete zu laden, muss ich irgendwo anders hin. Was ist... Ich muss ja da hoch. Muss ich... Keine Ahnung. Die Telefonleitung zum Maschinenraum funktioniert gerade nicht. Das ganze Wasser hat die Leitung wohl beschädigt. Ich glaube, ich muss eh nicht mehr dorthin zurück. Das war zu erwarten. Wollte es nur testen. Dann gehen wir halt zum Privatraum. Und schauen, ob hier irgendwas machbar ist, weil ich muss nicht nach oben. Stark. Stark. Okay, das bringt mir auch nichts. Warte, der Hebel klemmt. Kann ich Rakete machen? Nee, kann ich nicht machen. Schade. Reden wir mit Rakete. Was wird mit den beiden Ladies passieren? Das liegt wohl an uns. Und unseren Kräften. Was? Wir haben jetzt keine Zeit, um unentschlossen dagegen herumzustehen. Leist du mir deine Kräfte, Rakete? Ich? Natürlich! Verlass dich auf mich. Darauf. Oh. Nein. Halt. Stopp. Hier runter, dann gehen wir auf Rakete und dann wechseln wir die Schalter. Weil der obere ja klemmt. In der Hoffnung, das bringt irgendwas. Weil sonst funktioniert da eh gerade nichts. Schön, dass der funktioniert. Dann mal los! Der Torpedo sieht stark klar aus. Hier ist auch alles bereit. Aber etwas ist merkwürdig. Was? Der Kontrollraum. Es sieht aus, als würde er langsam sinken. Sinken? Sieht aus, als hätte er seinen Schub oder so verloren. Was ist da los? Keine Ahnung, aber ich schätze, ich werde es herausfinden. Gut, also ab in die Rakete. Ich starte sie für dich. Okay, danke. Was ist mit Rakete? Der könnte doch genauso mit. Ich habe den Kurs für den Torpedo schon eingestellt. Er wird Richtung Kontrollraum zu Kommissar Jordan navigieren. 12 Sekunden nach Start zieht er kurz am Kontrollraum vorbei. In diesem Moment hast du die Chance, in den Kontrollraum zu springen. Okay, verstanden. Dann finden wir einen Weg, dich zu retten. Das ist wahrscheinlich meine letzte Aufgabe für heute. Halte durch, bis wir zurück sind. Okay, los, Rakete. Er will nicht mitkommen, oder? Rakete? Ich. Tut mir leid, ich kann nicht gehen. Was? Wie soll ich das anstellen? Ich kann Fräulein Lynn und Camilla nicht im Stich lassen. Ich kann es einfach nicht. Rakete. Ich habe die Schalter getauscht, damit du die Rakete startest. Du musst den Rest selbst... Du musst den Rest machen, Sissel. Ich kann es auch nicht. Ich kann Rakete nicht bitten, mitzukommen. Ich verstehe genau, wie er sich fühlt.
Oh Mann. Ich möchte, dass du gehst, Rakete. Was? Aber Fräulein Lynn? Wenn du hier bleibst, ändert sich unser Schicksal nicht. Aber wenn du mit Sissel gehst, kannst du etwas tun. Und das ist unsere einzige Hoffnung. Aber was, wenn damit... Aber was ist, wenn das etwas nicht passiert? Dann sehe ich dich nie wieder. Nie wieder. Sogar ich verstehe das. Ich könnte es nicht ertragen. Keine Sorge, Rakete. Fräulein Camilla? Ich weiß einfach, dass ihr es schafft. Sissi und du, ich glaube an euch. Ich warte genau hier. Wir sehen uns wieder, keine Sorge. Fräulein Camilla! Oh, meine Stimme packt die nicht so lange. Warum hilft eigentlich der andere nicht mit? Brave junge Rakete. Bist du bereit? Vergiss nicht, 12 Sekunden nachdem ich den Schalter umlege. Wir sind bereit. Wartet schnell, ich schaue schnell was nach. Jupp, funktioniert alles. Sissel? Ja? Wir haben nie erfahren, wer du wirklich bist. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich weiß nur, dass ich sehr froh bin, dich heute kennengelernt zu haben. Danke für alles. Und ich bin froh, dass ich dich kennengelernt habe, Fräulein Kommissarin. Oder Frau Kommissarin. Aber wir sehen uns wieder, oder Sissi oder Rakete? Stimmt. Wir versprechen es der kleinen Lady. Natürlich tun wir das! Was auch passiert, ich werde dich nie vergessen. Also los geht's. Viel Glück, mein Freund. Ich weiß nicht, muss ich da jetzt wirklich das Timing haben? Muss ich jetzt aber die Maus links unten platzieren auf dem Ghost-Knopf? Ja. Diese 12 Sekunden dauern eine Ewigkeit. Ich überlege fieberhaft, wie ich Lynn und die kleine Lady retten kann. Wie kann ein Licht, keine Lichtstrahl der Hoffnung bis auf den dunklen Meeresgrund gelangen? Bevor ich eine Antwort finden kann, sind die 12 Sekunden um. Jetzt? Ach, das macht's automatisch. Da unten liegt Jord am Boden. Könnte tot sein. Wirkt so. Kommissar Jord! Ich wette, das war der große maskierte Mann! Ich werde ihn beißen! Lieber nicht, sonst brichst du nur noch deine Zähne. Der Kontrollraum hat den Schub verloren und sinkt. Ich frage mich, was der maskierte Mann tun wird. Lass uns mit Kommissar Jord sprechen! Jo. Sieht aus, als wäre er K.O. Entschuldigen Sie die Verspätung, Kommissar Jord. Wer sind Sie? Sind Sie Sissel? Bitte verzeihen Sie meinen Aufzug. Ich kann nicht glauben, dass Sie es hierher geschafft haben. Wie geht es, Camilla? Und was ist mit Lynn? Nun, das ist eine lange Geschichte. Ich erkläre Kommissar Jord, was auf dem U-Boot Junorab geschehen ist. Das U-Boot ist schwer beschädigt. Warum würde man das tun wollen? Das wüsste ich auch gerne. Ich kenne die Antwort. Hä, wie kommt der daher? What the fuck? Es ist, weil man Angst vor meinen Kräften hat. Du? Du bist uns gefolgt? Ich hab's nicht mehr gemerkt. 10 lange Jahre ist es her, Kommissar Jord. Sind Sie... Yomiel? Ich hab gewusst, dass irgendwie so heißt. Jetzt wird's verwandt, weil er jetzt so aussieht wie ich früher. Also erinnern Sie sich an mich, was? Wie könnte ich Sie vergessen? Das ist also dein richtiger Name, Yomiel? Ja, das ist er. Aber warum nannten die Leute auf der Junoa dich dann Sissel? Das war nur ein Deckname für meinen Deal mit ihnen. Ich sah keinerlei Grund, ihnen den richtigen Namen zu nennen. Tust du mir einen Gefallen?
darf ich dir ein paar Fragen stellen? Ich versuche die ganze Nacht schon meine wahre Identität zu finden. Nur zu. Es gibt sicher noch vieles, was sie dir erzählen können. Oder, George? Ja. Oh, fuck, ey. Ich schaff George's Stimme nicht mehr. Vor 10 Jahren waren sie ein führender Systemtechniker, oder? Systemtechniker? Was ist das? Ich bin übrigens ein führender Zwergspitz. Ist so schwer, das einem Hund zu erklären, aber das ist jemand, der sich mit Computern auskennt. Ich will ja nicht angeben, aber ich war einer der Besten in der Branche. Deswegen hat man mich auch für das Projekt ins Boot geholt. Projekt? Welches Projekt? Ein Projekt zur Neuorganisation geheimer Staatsinformationen. Asiva, ein neues System mit Multidimensionalitätsprogrammierungstheorie-Applikationstechnik. Ich frag mich, wie ich das in einem Atemzug geschafft habe. Ein Regierungsbeamter bat mich, an dem Projekt mitzuarbeiten. Klingt nicht nach etwas, das ein führender Zwergspitz verstehen könnte. Für mich klang es nach einem weiteren interessanten Job. Aber dieses Projekt war auch Ziel eines geheimen Plans. Ihr könnt euch sicher vorstellen, welche Verbrechen die wichtigsten Staatsgeheimnisse anlocken. Nie hätte ich gedacht, dass ich es mal mit Spionen zu tun bekäme. Es wurde nie bekannt, aber alle Unternehmen im Land waren daran beteiligt. Und dann tauchte eines Tages der Name eines Programmierers auf der Verdächtigungsliste auf. Ich habe den Kern des Systems entwickelt. Die Polizei hat sie verhaftet und dann kam es zu dem Vorfall. Er entfloh seine Befragung und nahm die kleine Lynn als Geisel. Oder war das jetzt ich? Ich weiß nicht, wer das redet. Es könnte allerdings ich sein, weil es blau war. Übrigens, Kommissar George, wann wurde meine Unschuld bewiesen? Etwa 6 Monate nach ihrem Tod. Es tut mir so leid, Junge. Und das war der Motiv. Vor 10 Jahren. Ja, kommt der Meteorit runter? Tu mal die Maus aus dem Bild, dass man es besser sieht. Natürlich wie immer zu spät. Weil mir langweilig ist. Wurde meine Seele von meinem Körper getrennt und ich verlor alles. Ich war in ewiger Dunkelheit gefangen. Ich existierte in dieser Welt, kein Zweifel. Aber niemand spürte meine Anwesenheit. Was nutzt schon meine Kräfte? Sie halfen keinem. Nicht einmal die Zeit konnte meine Wunden heilen. Sie machte sie sogar schlimmer. Alter, wie viel S? Alliteration? Oh, ich geb mit Wissen an. What the fuck? Ich wollte verschwinden. Aber nicht einmal das konnte ich. Es war schon ganz richtig, wie Lynn es beschrieb. Langsam auf den Grund eines endlosen Meeres sinken. Ein überwältigendes Gefühl von Einsamkeit und Verzweiflung. Ich wollte nur, dass alle so sehr leiden wie ich. Warte kurz. Okay. Darum haben sie Alma getötet? Das stimmt. Ich wollte, dass sie spüren, wie es ist, alles zu verlieren, was ihnen wichtig ist. Ich wollte, dass sie den gleichen Schmerz wie ich spüren. Was? Es war der perverse Wunsch eines vor Einsamkeit kranken Geistes. Und dann, als ich meine Rache plante, kam mir eine Idee. Ich entwickle einen Plan, um mittels meiner Kräfte einen Deal abzuschließen. Jetzt kommt hier der Deal. Der Deal. Da gibt es etwas, was ich an diesem Deal nicht ganz verstehe. Ihre Kräfte waren sicher sehr nützlich für sie. Aber was hatten sie von dem Deal? Ein neues Leben. Leben? Ich habe 2 Bedingungen gestellt. Die erste war, dass sie mir bei meiner Rache helfen. Die zweite war meine Wiedergeburt. Wiedergeburt? Ein Neuanfang?
Mir war es egal, ob ein falsches Leben ein künstliches Leben ist. Ich wollte nur ein Gefäß für meine Seele. Ein Namen, eine Adresse, ein Alltag. Ich wollte in einer Gesellschaft alt werden, die mich akzeptiert. Und schließlich wollte ich im Kreis meiner Lieben sterben. Das ist das Leben, worum ich sie gebeten habe. Ein komplett von Menschenhand erschaffenes Leben? Ja, ich wusste, dass ich nicht mehr erwarten konnte. Um all das wahr werden zu lassen, brauchte ich Geld und viel Macht. Da habe ich mich an eine Regierung gewandt. Und schließlich haben sie mich mit Verrat bezahlt. Verrat. Sie waren viel vorsichtiger, als ich erwartet hatte. Sie sandten Spione in dieses Land und untersuchten meine Kräfte auf eigene Faust. Und sie haben sogar herausgefunden, was es mit Temsik auf sich hatte. Und sie ahnten davon nichts? Überhaupt nichts. Ich war ein Dummkopf. Aber wenn das so ist, warum hat sich diese Regierung überhaupt auf den ganzen Deal eingelassen? Warum haben sie nicht einfach noch einen Splitter aus dem Park gestohlen? Das konnten sie nicht. Hä? Ich verstehe es nicht. Nach den Manipulatorfällen wurde auch hier geforscht. Der Regierung wurde ein Bericht über die Machtquelle des Manipulators vorgelegt. Von Inspektor Cabanela und dem Taubenmann, richtig? Zunächst glaubt die Regierung den Bericht nicht. Mir fällt aber gerade ein, irgendwie ist Cabanela an allem beteiligt, obwohl er keine der Hauptpersonen ist. Aber dann haben sie den Park observieren lassen. Nur zur Sicherheit. Observieren? Hm? Es sieht aus wie ein normaler friedlicher Park. Dort sind immer bewaffnete Wachen. Ah, rechts der Typ. Das ist eine Wache? What the fuck? Sag bloß, der komische Typ mit dem Handzettel gehört dazu. Nein, er nicht. Er ist einfach nur ein komischer Typ. Ich hab kurz gedacht, der ist gewinnt. Nein, nebendran, der Polizist, der mit dem Auto, oder? Auf internationaler Ebene ist der Park ein stilles Schlachtfeld. Deshalb konnten sie den Temsik-Meteoriten nicht stehlen. In letzter Zeit arbeiten sie unter dem Vorwand, ein Wohngebiet zu bauen. An einem Plan, um den Park zu zerstören und den Temsik sicherzustellen. Das war das also. Ja, dagegen hat der andere Typ gekämpft. Und das Ergebnis ihres tollen Deals ist das hier, hm? Ja, es ist das Ende, das ich verdiene. Aber über eins müssen sie doch froh sein. Was denn? Sie haben es geschafft, mich bis in alle Ewigkeit an den Meeresgrund zu fesseln. Nun, sollen wir loslegen? Womit denn? Na, Kommissar George wieder zum Leben zu erwecken. Was? Was soll das denn jetzt bringen? Aber wir haben es versprochen! Wir haben Fräulein Lynn und Fräulein Camilla versprochen, sie zu retten. Und das geht nicht ohne sie, Kommissar George. Das Schicksal hat mich heute an diesen Ort geführt. Ich gebe jetzt nicht auf. In Ordnung. Schauen wir einmal, wohin es uns jetzt führt. Dann gehen wir zurück in die Zeit, 4 Minuten vor ihrem Tod. Hoffentlich hilft dann Yomiel mal mit. Mit den seinen Kräften wäre das ja ultra easy. Außerdem hat er mit Blau die coolste Farbe der Kräfte. Junoa, Kontrollraum, 4 Minuten vor dem Tod. Also, wo geht die Reise hin? Es geht nirgendwo hin, Kommissar George. Was? Wir hatten nur genug Benzin, um uns schnell zu entfernen, Kommissar George. Bald ist es verbraucht und das ist dann unsere Endstation, Kommissar. Wovon reden Sie? Das hieße, dass Sie auch hier festsitzen. Übrigens, ich bin kein Mensch, Kommissar. Ich bin ein ferngesteuerter Roboter, Kommissar. Was? Die Technologie in Ihrem Land ist wirklich irgendwie ein Unternehmen. Das hören wir öfter, Kommissar. Ja, das hört ihr echt öfter.
Warum nehmen Sie all diesen Ärger auf sich? Das da ist nur eine Hülle. Kaum noch eine Bedrohung. Kommandant Sith ist gerne auf alles vorbereitet, egal wie klein die Möglichkeit sein mag. Möglichkeit? Da, ich bin krank. Wovon sprechen Sie? Oh fuck, falsche Stimme. Wovon sprechen Sie? Das müssen Sie nicht wissen, Kommissar. Ja. Und jetzt sagen Sie auf Wiedersehen, Kommissar. Am Ende bleibt das Schicksal doch gleich, Kommissar. Camilla, verzeih mir. Ach du Scheiße. Wie sollen wir das aufhalten? Da war ja gar nichts los. Er hat den betätigt, den Scheißdreck. Und da war gar nichts mehr. Es ist noch nicht vorbei. Nicht? Erinnerst du dich, was der große maskierte Mann gesagt hat? Auf alles vorbereitet, egal wie klein die Möglichkeit sein mag. Möglichkeit. Das heißt, es muss hier irgendwo eine Chance geben. Eine Möglichkeit, dass wir die Lage ändern können. Wir nehmen einfach Yomiel und kontrollieren den Roboter. Ganz einfach. Wenn ich denn zu Yomiel wechseln kann. Was ist, Kommissar? Schaut euch Yomiels Hülle an. Aus seinem Körper tritt keine Aura aus. Natürlich nicht. Der Temsik-Splitter ist weg. Kann diese Veränderung seiner Hülle vielleicht eine Spur sein? Sag mir bitte nicht, dass wir jetzt... Wir können seinen Tod verhindern. Kann das sein? Ich habe es durchschaut. Ich weiß, was die, egal wie kleine Möglichkeit ist, von der sie sich fürchten. Was denn? Dank der Kraft von Temsik wurde meine Zeit dauerhaft angehalten. Sein Körper bleibt im Moment zwischen Leben und Tod gefangen. Genau, aber jetzt nicht mehr. Das Temsik-Fragment wurde gestohlen. Genau, und was bedeutet das? Ich verstehe. Deine Leiche erwacht nicht mehr zum Leben. Sobald der Temsik-Splitter fort war, wurde meine Hülle zu einer ganz normalen Leiche. Mal sehen, das heißt, wir können zurück in die Zeit 4 Minuten vor deinem Tod? Aber Moment mal! Wann genau ist das? Ganz einfach. Wir finden es heraus. Wenn wir da sind, los! Oh mein Gott, damit hätte ich nicht gerechnet. Die Uhr dreht und dreht und dreht. Und entweder laggt's oder die Uhr dreht wirklich so lange. Ich falle scheinbar endlos durch die Schleier der Zeit. Und dann sah ich ihn. Den letzten Tod am Ende der längsten Nacht. Wer genau bin ich? Ich habe bereits alle Spuren gelesen. Jetzt muss ich mich nur noch erinnern. Die letzte Reise zur Wahrheit beginnt jetzt. Es gibt noch ein Kapitel, what the fuck? Ja, speichere ich mal. Und dann würde ich sagen, war's das für den Teil. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Servus, Leute.